Wir sind es ja bisher gewohnt, dass wir unser Wasserstoffwasser mit einem Wasserstoffbooster herstellen. Das heißt, da wird über eine PEM-Elektrolysezelle Wasserstoff hier durchs Wasser geblasen. Das ist die direkte Methode, die bewährt ist. Aber vielleicht gibt es auch noch eine Möglichkeit, noch mehr Wasserstoff ins Wasser zu bringen. Dafür gibt es die Wasserstoffgasflaschen, wo man dann den Wasserstoff reinsprudelt. Das dauert aber sehr lang, bis man da zu vernünftigen Konzentrationen kommt. Und deswegen ist die Idee, man könnte mit Hilfe eines Wasserwirbelers dafür sorgen, dass sich der Wasserstoff, der dann als Gas hier hineingebracht wird, besser in dem Wasser löst. Der Grund: Normalerweise ist ja so ein Wirbler wasserstofffeindlich, weil er den Sauerstoff reindrückt ins Wasser aus der Luft. Wenn ich aber jetzt hier gar keine Luft zulasse, sondern hier eine Wasserstoffatmosphäre über dem Wasser habe, dann wird natürlich wahrscheinlich der Wasserstoff hineingewirbelt. Das ist also jetzt die Idee. Den wir jetzt einfach mal durchtesten wollen. Zur Begasung nutzen wir jetzt allerdings nicht den Booster, weil der macht nicht so eine große Wasserstoffmenge. Deswegen schalte ich den jetzt aus. Nutze aber das Wasser, das sich da drin befindet. Es gibt ja auch noch die chemische Methode. Wir kennen das von den Hydronadetabletten. Und ich habe jetzt hier ein Pulver zusammengemischt, das sehr heftig mit dem Wasser reagieren wird. Ich gebe das jetzt mal rein und mache schnell zu, damit es mir nicht um die Ohren fliegt, aber das hätte ich vielleicht machen sollen. Man sieht also schon eine heftige Entwicklung und wir kriegen hier offenbar das Ganze nicht dicht genug. Ja, genau. Sonst würde nämlich hier Wasserstoffgas rauskommen. Irgendwann muss er kommen. Man sieht es hier schon hochsteigen. Da ist noch ein bisschen Wasser drin in dem Schlauch. Steigt jetzt hier langsam hoch durch den Wasserstoffgasdruck. Und jetzt sieht man hier, wie kräftige Wasserstoffblasen hier rauskommen. Nun, wenn wir den Wirbler dazu schalten, man sieht sehr schön, dass tatsächlich jetzt diese Wasserstoffgasblasen von dem Wirbel angesaugt und deutlich verkleinert werden, sodass also die Hoffnung besteht, dass sich das Ganze besser in dem Wasser lösen lässt. Ich schaue jetzt auf die Uhr. Es ist genau 2 Minuten nach 12 und wir werden den Versuch jetzt mal 10 Minuten laufen lassen in dem Wirbler und dann schauen, ob sich das auf den Wasserstoffgehalt des Wassers positiv ausgewirkt hat. Wenn man nur begast, dann passiert eigentlich ganz, ganz wenig Wasserstoffaufnahme im Wasser. Also ich habe den Versuch vorher schon mal gemacht und da war es tatsächlich unter 0,1 ppm. Und inzwischen mache ich hier sauber. Ja, der Deckel hebt sich schon. Ich werde den jetzt mal versuchen reinzudrücken und hier ein bisschen zu entlüften. So, jetzt machen wir die Dichtung wieder zu. Es war jetzt nach 2,5 Minuten, dass hier diese einfache Gummidichtung nicht mehr dem Druck standhält und der Wasserstoff raus will. Sehr hübsch, wie da unten so eine
Gasblase in dem Wirbler zerschlagen wird. Das sieht man sehr gut. Ja, so werden aus großen Bubbles kleine Bubbles. Immer wird so eine Gasblase darunter gezogen und da sozusagen zerschnetzelt, zerhäckselt. Man könnte vermutlich auch einen Haushaltsmixer nehmen mit einer höheren Drehzahl und einer scharfen Klinge. Das würde wahrscheinlich den Effekt noch verstärken. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob es überhaupt was bringt, diese Methode. Theorie ist ja bekanntlich immer grau. Es müsste funktionieren, aber man weiß es erst nachher, wenn man es gemessen hat. Die Reaktionszeit dieser Mischung mit Magnesium, die ich hier angerührt habe, ist ziemlich lang. Also das geht bis zu 4 Stunden auf diese Weise. Und es ist in einer großen Gleichmäßigkeit, wie hier die großen Blasen rauskommen, dann nach oben an die Luft bzw. an die Wasserstoffatmosphäre gehen, dann durch den Wirbler in die Tiefe des Wassers gesaugt werden und da unten werden die sozusagen zerkleinert. Also ein Wasserzerkleinerer. Das Produkt heißt übrigens Twister. Ich hatte bis jetzt noch keine Verwendung dafür, aber mit dieser Kombination und Idee könnte das tatsächlich dann einen gewissen Nutzen besitzen. Ja, man sieht auch hier, das ist noch stark trüb, das heißt, es befindet sich noch sehr viel von dem Pulver in der Lösung und noch nicht in Gasform. Wenn ich das hier anfasse, dann kann ich das schon anfassen, aber es ist deutlich über meiner Körpertemperatur. Ich würde mal schätzen, das ist um die 50 Grad, weil natürlich es ist eine exotherme Reaktion, die hier drin stattfindet. Das Magnesium reagiert mit dem Wasser zu Wasserstoff- und Magnesiumionen und da sind noch ein paar Reaktionsbeschleuniger drin, die ich jetzt nicht verraten möchte. Es sind im Grunde bestimmte Säuren, ein bestimmter Mix an Säuren, der sich eben, wie wir von der Hydronadeforschung her wissen, als sehr effektiv erwiesen hat in der Wasserstoffproduktion. Wobei bei dieser Mischung, das ist jetzt nicht zermahlene Hydronade, die Hydronade ist so konstruiert, dass sie sich möglichst schnell auflöst. Ich habe hier ein anderes Magnesium genommen, das sich nicht so schnell auflöst, damit ich hier eine längere Begasungszeit habe. Jetzt haben wir gerade einen sehr hübschen Wirbel. Vielleicht passiert es dadurch, dass sich der Druck hier ja verändert, der steigt ja dauernd an. Oder die Konsistenz des Wassers verändert sich dann in ihrer Art, sodass der Wirbel jetzt viel kräftiger aussieht als am Anfang. Obwohl es umgekehrt sein müsste, weil ja das ist batteriebetrieben und die Batterie wird ja verbraucht und dann müsste eigentlich der Wirbel immer schwächer werden. Aber es ist deutlich mehr geschehen in der Wirblerflasche. Man sieht auch die Bubbles jetzt hier, die da so herumkreisen, sind viel, viel größer als vorher. Möglicherweise ist schon eine Sättigung mit Wasserstoff erreicht und jetzt will der Wasserstoff sich eigentlich gar nicht mehr lösen, weil er ja nur innerhalb einer Gleichgewichtskonstante mit einer reinen Wasserstoffatmosphäre wird er sich bis zu 1,6 Milligramm pro Liter darin lösen oder 1,6 ppm. Wenn man jetzt mal hier oben drauf schauen würde, da sieht man, dass dieses Absperrventil für die beiden anderen Löcher, die in dem Twister noch drin sind, da kommt jetzt der Gasüberdruck raus. Also das ist praktisch so eine Silikondichtung, die da drüber gehalten wird mit einer leichten Feder. Und man kann dann erkennen, dass das hier an dieser Wasserfläche zum Beispiel immer wieder ein bisschen Gasentladung passiert. Deswegen geht hier der Deckel auch nicht mehr hoch. Möglicherweise ist dieser Druckunterschied die Ursache für den nunmehr größeren Wirbel. So, wir haben jetzt noch eine Minute, dann wären die 10 Minuten um und dann würde ich mal eine Messung machen mit vergleichsgetesteten Haar und Care Blue Water H2 Tropfen. Die funktionieren sehr ordentlich, pH 6,5 bis 7,5, das haben wir gewährleistet, weil hier ist Umkehrosmose Wasser drin. Man soll innerhalb von
20 Sekunden mit der Messung beginnen und 100 ppb bzw. 0,1 ppm sind dann entsprechend einem Tropfen. Die Testmenge ist 6 Milliliter. So, jetzt sind die 10 Minuten um. Das heißt, ich schalte den Wirbler aus, werde ihn jetzt mal entgasen. Den Deckel entfernen. Rühren muss ich nicht, weil da ist jetzt genug gerührt worden. Und dann machen wir mal hier. Hier ist die 6 Milliliter Marke. So, jetzt haben wir also genau 6 Milliliter. Und jetzt wird gemessen. Hier haben wir eine klare, sofortige Entfärbung. Also es hat tatsächlich schon mal mehr gebracht als nur begasen. 2, 3, 4, 5. Fünf haben sich entfärbt, das wäre also dann schon 0,6 ppm. 6 entfärbt sich auch. 7 auch. 8 auch. 9 auch. 10. Auch 11, 11. Tropfen hat sich nicht mehr entfärbt, der wird aber noch dazu gezählt, sodass das Testresultat 1,1 ppm ist, das wir jetzt tatsächlich durch die Begasung des Wirblers erzeugt haben. Erstaunlich. Theoretisch war es zu erwarten, dass es gleich so viel in nur 10 Minuten passiert, finde ich doch schon bemerkenswert. Also diese Methode muss man vertiefen. Und das werden wir auch. Super, das funktioniert.